Na? Was sagt uns diese Szene? Genau, die meisten Autos stehen unglaublich viel rum. Deshalb finden immer mehr Menschen, dass sie eigentlich gar kein eigenes Auto brauchen. So wie Frank, weil es umweltfreundlich, praktisch und preiswert ist, nutzt er Carsharing. Frank wird uns in diesem Film mal zeigen, wie Carsharing funktioniert. Also los! Frank ist Kunde bei einem Carsharing-Anbieter. Um ein Auto zu bekommen, muss er es buchen, ist ja klar. Das kann er ganz einfach online machen. Je nachdem, für welchen Zweck er ein Auto braucht, kann er auswählen. Kleinwagen, Kombi, Transporter. Frank hat nicht die Qual, nein, er hat den eindeutigen Vorteil der Wahl. Im Internet sieht Frank auch, was ihn immer wieder schwer beeindruckt, wie viele Stationen es gibt, an denen er ein Carsharing-Auto abholen kann. Wie wir sehen, die Stationen sind über die ganze Stadt verteilt. Die Online-Buchung geht unkompliziert und schnell. Eine tolle Sache, das Ganze. Aber was ist eigentlich, wenn Frank gerade mal keine Möglichkeit hat, online zu gehen? Kein Problem für Frank. Er kann ja auch ganz einfach telefonisch buchen. Kamier Service Antoni, guten Tag. Ja? Morgen Mittag bitte am Bahnhof. Nur ein paar Schritte von Franks Wohnung entfernt ist die nächste Carsharing-Station. Hier stehen die Autos zur Abholung bereit. Und das gebuchte Auto abzuholen, das funktioniert ganz, ganz einfach. An jeder Station gibt es einen Tresor, da sind die Autoschlüssel drin. Frank hält seine Kundenkarte vors Display und gibt dann einfach seine Geheimnummer ein. Schon öffnet sich die Tür und wenig später hält er ihn in der Hand. Den Schlüssel zur Mobilität mit dem Carsharing-Auto. Ja, und dann, ist ja klar, kann Frank einfach losfahren. Was Frank jetzt alles so machen könnte, liegt ja auf der Hand. Aufs Land fahren könnte er zum Beispiel zu seiner Lieblingstante, die wirklich weit ab vom Schuss lebt. Einen Wochenend-Großeinkauf könnte Frank mit seinem Carsharing-Auto auch erledigen. Oder ja, er könnte auch seine Nichte abholen. Die hat sich den Fuß verstaucht beim Rasenmähen. Eine dumme Geschichte, aber das gehört nicht hierher. Wofür man ein Auto nehmen kann, ist ja eigentlich auch klar. Viel wichtiger ist, egal was Frank macht, er ist ganz entspannt unterwegs. Kein Wunder, er muss sich ja auch um fast nichts kümmern. Tanken zum Beispiel. Dafür gibt es im Carsharing-Auto eine Karte. Bargeldlos und einfach wird getankt und das natürlich nur, wenn es nötig ist. Erst wenn der Tank nur noch ein Viertel voll ist, sollte der Kunde tanken, bevor er den Wagen zurückgibt. Frank, wir sehen das hier gerade, muss also noch lange nicht tanken. Das ist übrigens meistens so, wenn er mit einem Carsharing-Auto fährt. Die Sorgenfreiheit geht weiter, wenn Frank das Auto wieder an der Station abstellt. Parkplatz suchen zum Beispiel kennt Frank schlicht und einfach nicht. Ein Carsharing-Auto hat immer einen reservierten Platz. Das Schlüssel zurückgeben funktioniert dann wieder genauso einfach wie das Schlüssel holen vorhin. Kundenkarte ranhalten, Geheimzahl eingeben, Tresor öffnen, Schlüssel rein, Tresor schließen, fertig. Das war's. Und noch was. Während Frank nach Hause geht, kümmert sich der Carsharing-Anbieter um alles. Reinigung, Wartung, Reparaturen. Damit hat Frank überhaupt nichts zu tun. Und genau wie beim Kraftstoff sind die Kosten dafür im Preis mit drin. Einmal im Monat bekommt Frank eine Rechnung. Das ist gar nicht so ärgerlich, eher im Gegenteil. Frank gibt viel weniger aus als für sein eigenes Auto damals, weil er das Carsharing-Auto eben nur bezahlt, wenn er es nutzt. Auf der Rechnung sind alle Fahrten genau aufgeschlüsselt. Der Rechnungsbetrag ist jedes Mal wieder eine angenehme Überraschung und wird ganz bequem vom Konto abgebucht. So, jetzt haben wir alles erklärt. Vielen Dank, Frank. So funktioniert also Carsharing. Was Frank betrifft, okay, wir wollen ja ehrlich sein, er ist nur ein Schauspieler. So ist das eben in solchen Filmen alles gestellt. Aber vielleicht interessiert es Sie ja, dass Frank direkt nach den Dreharbeiten wirklich Carsharing-Kunde geworden ist. Der ist ja auch nicht blöd, der Frank.